Hey Freunde, bevor es losgeht. Abo, Glocke oder andersrum, keine Ahnung. Dann kriegt ihr mit, wann das nächste Video kommt. Ihr verpasst unser nächstes Geschmack nicht. Kostet euch nichts und... Win-win. Genau. Genau. Und jetzt geht's. Los geht's. Yo! Hey, hallo, ich bin Scott, aber alle nennen mich Jim. Das ist mein Wagen, nicht schlecht, was? Gehört meiner Ex-Frau. Aber ich bin wegen was anderem hier. Kommt mal mit. Hallo Cindy, wie geht es heute? Was machen Sie denn hier? Cindy, ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie, aber was ist denn das? Cindy! Ja, das, ich weiß nicht. Aber ich weiß es, da hat jemand seine häuslichen Pflichten vernachlässigt, stimmt's? Keine Sorge, bestimmt geht's euch wie Cindy und der Einsatz eures kleinen Staubsaugers ist extrem lästig. Aber wir bei Robotop haben uns der Sache angenommen und unsere Ingenieure haben einen Quantensprung in die Zukunft gemacht. Ja, ihr habt ganz richtig gehört. Genau, Bill. Ab sofort beginnt eine neue Ära mit dem brandneuen Vacuumizer 2000 von Robotop. Kein Bücken mehr, dank dem extra langen Rohr. Dreifache Saugleistung, elegantes Design, optimale Bedienbarkeit und eine thermoreaktive V8-Turbine. Und dazu jede Menge Zubehör. Saugbürste, Polsterdüse für die Sitze im Auto. Und ein extra langes Rohr. Hand aufs Herz, der Vacuumizer 2000 ist eine Revolution für euch und für das ganze Haus. Der Vacuumizer 2000. Und weg ist der Dreck. Der ist schick, der ist top. Das ist Robotop. Mit dem Vacuumizer 2000. Leute, so geht's nämlich los. Erzähl mir mehr davon, Jim. Er wird euer Leben verändern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic Review. Shooting Ramirez. Akt 1, ein Rezensionsexemplar aus dem Schreiber- und Leserverlag. Herzlichen Dank dafür. Wir haben 144 Seiten, Hardcover 24,80 Euro. Zeichner ist Nicolas Petrimont, Franzose. Nicolas Petrimont, wie wird das immer ausgesprochen mit dem AU? Petrimont, ja, ne? Okay. Ausgenommen von der Garantie sind lediglich die ansteckbaren Elemente, der Beutel, das Kabel, der Motor, die Räder und der Staubsauger an sich. Eigentlich alles. Genau. Keine Garantie auf nichts. Genau. Shooting Ramirez hat einen riesigen Hype erfahren im Internet, in meiner Comicblase. Und genau, erzähl mir mal davon, wie wir zu diesem Ding gekommen sind. Musste ihn haben. Okay. Ja, es wurde ein Hype drum gemacht. Schreiber- und Leserverlag hat täglich ein Bild gepostet von einem Mitarbeiter mit einem Schnäuzer und einer Afro-Haaren-Perücke auf vor so einer Leinwand oder sowas mit einem Staubsauger in der Hand. Tagtäglich hat gut funktioniert, eure PR. Und dann bin ich auf die Shooting Ramirez Page gegangen im Internet. www.shooting-ramirez.de gibt's einen Werbespot, den ihr schon gesehen habt, über den Vacuumizer 2000. Wallpapers, es gibt irgendwelche Sachen, Infos halt, fand ich gut. Also die PR-Aktion zu dem Comic ist PR-Maschinerie war gut gemacht. Okay. Ja, dann habe ich das Cover gesehen und ich dachte mir, finde ich gut. 80er-Jahre-Style. Gefällt mir ganz gut. Weiß schon, so Magnum und mexikanische Mafia. Revenge-Movie. Breaking Bad. Ja. Keine Ahnung. Weißt du, diese Richtung. Und das fand ich schon gut. Leseprobe habe ich mir angesehen. Fand ich eben sehr gut. Okay. Und dann habe ich den Text gelesen auf dem Rücken mit Megakiller und irgendwie Staubsaugervertreter, keine Ahnung, hört sich interessant an, hört sich lustig an. Ist halt Gangsterzeug, so Mafia-mäßig und so und ich fand's gut. Musste ich haben. Okay. Ja, dann habe ich den Comic bekommen, habe mich tierisch gefreut, habe ihn aufgeschlagen, habe die Zeichnungen gesehen und fand's mega geil. Zeichnungen sind super. Ja. Das ist, also finde ich einen geilen Stil. Ja. Finde ich echt gut gemacht. Ich finde ihn sehr atmosphärisch halt, da sind teilweise so Zeichnungen dabei, wo ich echt sage, wow, erinnere mich tatsächlich an 1987er Top Gun Rambo-Filme, ich weiß es nicht. Ja. Also, es sind noch viele Anspielungen der auf... Der Zeitgeist ist super eingefangen worden, finde ich. Es sind noch viele Anspielungen auf andere Geschichten, wie ihr vorhin schon das große Plakat gesehen habt. Oder die Werbung für diese Jacke da drin halt. Da ist so ein Werbeding drin für irgendeine Jacke, so mittendrin mal für eine Lederjacke oder fürs Auto halt. Auto, ja, oder? Mega gut halt. Da sind immer so Werbespots drin. Ich fand's mega geil. Da auch nochmal so eine schöne... Ja, genau, die Bank, die... Ja. Bewacht von Top-Sicherheitsleuten, die jeden Tag zwischen 10 und 12 Pause machen. Ja, schreib's doch einfach mal in die Werbung, damit man genau weiß, wann man die Bank auch überfallen soll. Direkt so jetzt einen Meter hoch. Mhm.
Alles drin halt, die Superbank. Tresor mit Sicherheitsschloss aus Plastik und einer ISO-2-Kombination bestehend aus zwei Ziffern. Die National City Bank, also warum die da mit drin ist, beziehungsweise eine Werbung mit eingebaut wurde, geht darum. Story. Wir haben einen Staubsauger-Techniker, sage ich mal. Er ist ja kein wirklicher Vertreter, weil er geht ja nicht zu den Leuten und verkauft die. Genau. Er ist Techniker in der Firma und zwar Robo, wie heißen die jetzt wieder? Jetzt habe ich wieder vergessen. Robotech. Robotech. Robotop. Robotop. Genau. Und Robotop ist so die führende Macht, wenn es um Staubsauger geht momentan. Mhm. Sie haben den Vakuummeister 2000 am Start, der sich sehr gut verkauft. Und beziehungsweise ist das schon das neue Modell, was jetzt dann auf den Markt kommen sollte? Das ist das neue Modell, genau. Weil sie den ja auch erst im Comic vorstellen dann. Richtig. Und da wird ein riesen Tohuwabohu drum gemacht über diesen Staubsauger, als würde er, keine Ahnung, dein Leben verändern. Genau. Und mit einem V8-Motor. Muss man dazu sagen, ja genau. Und Ramirez ist halt dort in dieser Firma angestellt, also unser Sanchez hier, Ramirez, wie er heißt. Und arbeitet dort. Das Ding ist halt, er ist stumm. Genau. Er kann nicht sprechen. Ja, und er ist halt der beste Techniker, den sie haben. Und dann kommen wir halt zu der Situation, dass dann irgendwann dieser Staubsauger vorgestellt werden soll und irgendwie funktioniert aber nicht. Und deswegen muss er ihn jetzt reparieren und bla. Und er ist halt irgendwie auch, aber trotzdem auch ein bisschen der Depp in der Firma. Ja. Er wird zwar von allen irgendwie gefeiert und jeder mag ihn, aber seine Vorgesetzten, die behandeln ihn halt wie... Behandeln ihn nicht gut. Er wird echt schlecht behandelt dafür, dass er eigentlich der wichtigste und beste Mitarbeiter ist. Am Ende ist es halt so, dass es halt bei der Vorstellung kriegt er dann schon so den Respekt vom Oberchef halt. Genau. Es ist halt so der, ich sag mal, der Supervisor heißen die, glaube ich, ne? Die Abteilungsleiter. Ja. Der Supervisor behandelt ihn halt nicht gut und der Oberchef weiß aber schon, dass er echt ein guter Typ ist. Genau. Das ist so. Das ist ein Storypart. Genau, das ist so ein Storypart. Der andere Storypart ist Tod und. und Verderben! Vernichtung überall. Tod und Verderben. Wir lernen das mexikanische Kartell kennen, weil zwei Typen, die eigentlich. Wie stoßen sie jetzt nochmal auf ihn? Sie wollten eigentlich. Nee, die wollen was zur Bank bringen, glaube ich, zur Post und sehen. Nee, die wollen einen Staubsauger abgeben. Ach, genau. Und wollen sich darüber beschweren und dann sehen sie auf einmal den Ramirez dahinter stehen, richtig. Die ja gerade ein Gerät annimmt und. Und der sieht. Und drehen wieder ab. Und der sieht so einem Kartell-Superkiller-Mörder nämlich sehr ähnlich und sie sagen, das ist der und der hat sich mal was zu Schulden kommen lassen. Jetzt haben sie ihn endlich gefunden, weil der ja untergetaucht war und jetzt wollen sie Rache nehmen. Und somit kommt halt. Eine ganz lustige, Roadmovie ist es nicht. Es wird zu einem Roadmovie, finde ich. Am Ende entwickelt sich so in die Richtung mit den zwei Frauen dann noch dazu. Das ist nämlich noch eine andere Storyline, die da dazu kommt. So, wie hießen die zwei Frauen? Ich habe keine Ahnung. Gab doch mal so einen Film, Selma und Louise? Nee. Ja, Selma und Louise? Ja, das waren die beiden aus den 20ern oder was das war. Ja. Und in die Richtung geht es auch mit diesen beiden Frauen, die halt einen Banküberfall planen und halt echt auf die schiefe Bahn kommen. Und wo er dann zufälligerweise irgendwie mit reingerät. Er wird zufälliger mit reingezogen. Also es gibt Explosionen, es gibt Schießereien, es gibt einen Haufen Action, einen Haufen Verwirrung. Und ich habe es echt gefeiert, ich mochte das. Also ich fand es echt cool. Auf mich wirkt es wie eine Mischung aus Breaking Bad, Walter White und Mr. Bean. Ja. Soll es vielleicht auch sein, ja. Also es nimmt sich nicht zu ernst, das kommt auch mit dazu. Es ist Comedy-mäßig schon auch gut angehaucht, sag ich mal. Comedy-Gangster-Story. Ich hab's gemocht. Schwierig. Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Das hätte ich jetzt bei dir zum Beispiel gar nicht gedacht. Ist so die Geschichte und ich weiß nicht, für mich ist das so. Der ist garantiert nicht stumm, er ist garantiert irgendein Mega-Überkiller und das ist so meine Vermutung halt. Und es kommt schon irgendwie. Also für mich ist es halt einfach dieser Mr. Bean-Part irgendwie. Ja, ich weiß schon, wo du hin willst. Weiß ich schon. Aber wart ab. Das ist wie bei Fear the Walking Dead, der Mexikaner. Okay. Der da auch irgendwie so diesen Elektroladen hat und dann mit seinen Kinder dann irgendwie mitgeht. Friseur ist der. Oder Friseur. Der ist Friseur. Ja, und dann irgendwann drei Staffeln später stellt sich heraus, dass er der Überkiller vom Kartell ist und keine Ahnung was. Nee, der war... ja, doch. Der war Bolivien. Aus Bolivien ist der. Ja, oder so. Ist ja scheißegal. Von der Armee ist der. Auf alle Fälle ist er der Übersoldat. Und ich mag solche Charaktere. Das sind Charaktere, die sind für mich so ein bisschen
der Fels in der Brandung, wenn außenrum alles drunter und drüber geht, dann sind das für mich immer so feste Punkte in der Geschichte, zu denen ich gerne zurückkehre. Ja, aber dafür ist es mir hier zu sehr Slapstick irgendwie... Was ist denn da Slapstick? Ich verstehe es gar nicht. So slapstickig ist es nicht, finde ich. Nee, aber das ist halt so... Ich weiß es nicht. Er ist so wirklich für mich so dieser... Der Charakter, der halt irgendwie so durch die Megaschießerei durch... Also da gibt es so... Keine Ahnung, aus so verschiedenen Filmen halt so die Szenen, weißt du, da ist eine Megaschießerei im Gange und da läuft einer irgendwie so ganz blind durch und hebt irgendwas auf und in der Zwischenzeit fliegen über ihn drüber die Kugeln und... So wirkt es auf mich. Okay, auf mich das, nicht. Es ist halt einfach so dieses Gefühl, das mir dieses Ding vermittelt. Okay. Na gut. Ich fand's cool, ich fand's einen guten Einsteigerband, vor allem, weil er halt richtig einsteigt. Er macht ein paar Storystränge auf, die, ja. wo ich echt Bock drauf habe. Wir haben einen schönen Cliffhanger mit drin. Ja. Schöne Storyentwicklung, finde ich. Also Storytelling finde ich gut. Ja, stimmt. Er macht, wie du sagst, mehrere Storystränge auf, aber halt nicht zu viel und auch nicht zu losgelöst voneinander. Also die sind schon trotzdem immer irgendwie ein bisschen miteinander verwoben und es ich will nicht sagen, es macht Sinn, dass die alle aufgemacht werden, aber es macht Sinn, dass die zusammenhängen irgendwie. Ja. Das ist jetzt nicht wie bei anderen Dingen, wo du dann erstmal nach zwei Bänden checkst, wie die beiden Storylines überhaupt zusammenkommen. Stimmt schon. Das Storytelling ist super. Ich werde nur mit dem Charakter irgendwie nicht warm. Was draus wird, okay. Was draus wird, ist halt eine andere Geschichte. Ich fand's gut. Freue mich auf den zweiten Band. Schauen wir mal, was der draus macht. Ja. Wer auf 1987 steht. Breaking Bad Mischung mit, was hast du gesagt? Mr. Bean. Ja, naja. Ist hier nee, aber, gut es, aber es ist wirklich so ein bisschen der Walter White Typ, ist er. Weil der ist ja auch einfach so reingeschmissen worden in eine Welt, mit der er quasi einfach nicht klarkommt im ersten Moment. Und genauso ist es da auch. Einfach ein ganz normaler Typ, der da auf einmal... Einfach ein Typ, der arbeiten geht. Der arbeiten geht einfach, ne, und einfach seine Ruhe haben möchte, der voll ins Chaos geschmissen wird. Ja. Ja, gucken wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Wie gesagt, er ist gut gemacht, Story ist schön erzählt, aber ich werde mit dem Charakter irgendwann klar. Jo, ich gehe jetzt staubsaugen, ich wünsche euch was. Bleibt geek, bleibt nerdig, hebt die Haare. Bis demnächst. Ade mit dir.